Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist und herzlich willkommen zu Frag von Ben. Deine Fragen und meine Antworten, und ich habe es ja im letzten Video schon angefangen und mache es auch in diesem Video weiter. Ich finde das eigentlich ziemlich cool und die Resonanz darauf war auch sehr, sehr cool. Ich beantworte nur eine Frage, dafür ausführlich in diesem Video. Und dieses Mal habe ich mir eine Frage ausgesucht von Ratzepet. Ratzepet hat gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit dem Verdienst von Fotografen? Würde mich mal interessieren. Smiley. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Du hast ja das Video angeklickt, wahrscheinlich auch deswegen. Was verdient eigentlich so ein Fotograf? Ich habe das Ganze wieder aufgesplittet in 5 Teile und Nummer 1, was ich zuerst loswerden möchte zu deiner Frage, ist, Geld sollte nicht der Anreiz sein, wenn du Fotograf wirst, und sollte, finde ich, sowieso nicht der Anreiz sein, egal in welchem Job du machst. Geld ist eine Sache, die kommt und die geht, die ist schön zu haben und die braucht man auch zum Überleben, aber es sollte kein Grund sein, finde ich, einen bestimmten Beruf auszuüben, sondern man sollte einen Beruf ausüben, weil man den Beruf geil findet, weil man gut in diesem Beruf sein möchte, weil man vielleicht sogar der Beste in seinem Beruf sein möchte oder was auch immer, weil man andere Menschen damit auch beglücken möchte. Und das ist auch die Aufgabe eines Fotografen. Ja, der Fotograf ist ja jetzt nicht einfach nur da, ich mache ein Foto und Geld, gib mir Geld, mehr Geld, sondern es geht am Ende darum, ich mache ein Foto und dieses Foto wird für irgendetwas benutzt. Und davon haben viele Menschen dann im besten Fall etwas. Bei einer Hochzeit hat das Paar und die Familie zum Beispiel etwas davon. Bei einem normalen Porträt-Shooting zum Beispiel hat die Person oder der Freund, dem das geschenkt wird, oder die Freundin oder wer auch immer, etwas davon. Wenn man Landschaften fotografiert, wird das vielleicht benutzt für irgendwelche Magazine, die Reiseberichte darüber schreiben. Wenn man Architektur fotografiert, für Architekturmagazine oder für Internetbeiträge oder für einfach nur, dass Leute sich darüber erfreuen oder an die Wand gehangen wird oder was auch immer. Also es gibt immer einen Grund dahinter. Also Nummer 1, den man sich merken sollte, Geld sollte nie der Anreiz sein und nie der Grund sein, warum man einen Beruf macht. Ich würde zum Beispiel niemals Arzt werden oder niemals Anwalt werden, nur weil ich wüsste, in Anführungszeichen, dass ich dort viel Geld verdienen würde. Wobei dieses Ganze, was davor zusammenhängt mit Studium und wie viel Geld man da reinbuttern muss, gar nicht mal jetzt mit erwähnt. Aber ich hätte da zum Beispiel einfach aus meiner Sicht gar keinen Bock einfach drauf. Ja? Sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, und habe diesen Beruf gewählt, Fotografen, alles, was dazugehört. Also ich mache ja nicht nur Fotografie, weil es mir Bock macht. Ja? Und nicht wegen dem Geld. Geld kommt irgendwann von alleine, wenn du hundertprozentig zufrieden damit bist. Nummer 2, der Verdienst hängt nicht davon ab, welchen Beruf du hast. Man kann vielleicht sagen, ein Fotograf in Deutschland verdient im Durchschnitt so und so viel. Das ist dann eine Hochrechnung, eine Statistik. Da kann man nicht viel drauf geben. Es hängt immer davon ab, was du am Ende daraus machst, aus deinem Beruf. Es gibt Friseure, die verdienen sehr, sehr wenig Geld, und da hätte ich auch keinen Bock drauf, das jeden Tag zu machen. Shoutout an alle Friseure. Ich brauche keinen Friseur mehr. Bei mir sind die Haare weg. Ich brauche nur noch meine Rasiermaschine ab und zu mal kurz machen. Aber es gibt auch Friseure, die echt viel Geld verdienen. Warum? Weil sie etwas daraus gemacht haben. Sie machen ein Erlebnis daraus. Ja? Und das sind dann nicht nur die einzelnen Friseure, sondern das sind dann richtige, wie nennt man das dann? Nicht Stylisten, sondern sagen wir mal Hair Cutter. Keine Ahnung, wie jetzt der Begriff ist. Ist auch scheißegal. Oder wenn wir andere Bereiche nehmen, Schauspielerei. Es gibt Schauspieler, die werden nicht viel Geld damit verdienen. Aber es gibt Schauspieler, die machen Unmengen von Asche damit. In Deutschland weniger als in Amerika zum Beispiel, aber auch da ist es genauso. Okay, was verdient ein Fotograf? In Deutschland so und so viel. In Polen vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. In Tschechien, was auch immer. In Amerika vielleicht wieder ganz umgekehrt. In Australien vielleicht wieder ein ganz anderer Markt. China, wer weiß. Also man kann es nicht verallgemeinern, was verdient ein Fotograf. Es hängt davon ab, was du am Ende daraus machst. Um kurz beim Thema Geld zu bleiben, es hängt nicht nur davon ab, was du daraus machst, sondern es hängt auch davon ab, welche Kunden du dir auswählst. Und ich sage ganz bewusst, welche du dir auswählst. Es ist so ein großer Trugschluss, dass man davon ausgeht und sagt, ja, aber die Kunden, die möchten nicht so viel bezahlen, und da, wo ich das anbiete, die bezahlen mir nicht genug. Dann geh woanders hin, Alter, such dir andere Kunden, das ist doch ganz einfach. Ja? Wenn ich einen Lamborghini baue, dann weiß ich, ich baue den nicht für einen Hartz-IV-Empfänger, ja? Sondern ich baue den für jemanden, der sagt,
Digga, 500.000 ist mir scheißegal, Alter. Bezahle ich direkt, Alter. Aventador, kein Problem, Alter. Will ich einfach nur haben, damit das steht. Ich will ab und zu am Wochenende mal damit fahren. So, und wenn du sagst, okay, ich will richtig viel Cash verdienen, dann brauchst du genau diese Leute und musst wissen, warum genau diese Leute so viel Geld für ein Foto ausgeben würden, dass du dieses Geld auch bekommst. Und wenn man das natürlich ein bisschen runterskaliert, jetzt auf normale Verhältnisse, nicht Aventador, sondern sagen wir mal so ein Mercedes oder sowas oder BMW, ja, oder Audi, so gute Mitteloberklasse, sowas, ja, da musst du wissen, okay, was sind das für Leute, warum brauchen die Fotos, warum geben die Geld dafür aus und warum will ich nicht denjenigen haben, der mir nur 100 Euro dafür gibt, zum Beispiel, ja, und dann kannst du das auch daran orientieren, wie viel Geld am Ende du verdienst. Kannst du dir dann hochrechnen? Ein Trugschluss, ein Fehldenken, vielleicht auch ein Missverständnis, was viele Leute haben, wenn sie überlegen, Fotograf zu werden oder vielleicht auch schon Fotograf sind oder was auch immer, ist zu denken, ich muss der allerbeste Fotograf der Welt sein. Das ist nichts Schlechtes, der allerbeste Fotograf der Welt zu sein, aber man muss viel, viel mehr können als nur fotografieren. Das möchte ich damit sagen. Es reicht lange nicht, wenn du Fotos machen kannst. Es reicht lange nicht, wenn du weißt, wie man Licht setzt oder wie man irgendwas einstellt an der Kamera. Das ist eigentlich normal. Ja, das ist wie, wenn jemand ein Bauarbeiter ist, ja, der weiß, wie man ein Loch in die Wand macht. Der muss jetzt nicht der beste Loch in die Wandbohrer sein, aber der muss das einfach können. Ja? Und dann geht es darum, was er daraus macht am Ende. Das heißt, es sind andere Skills wichtig. Du kannst vom Bauarbeiter zum riesigen Bauunternehmer werden. Du kannst auch vom Knipser zum supergeilen Fotografen, der was auch immer für ein Cash macht, werden, wenn du gewisse andere Skills mitbringst auch. Also gewiss anderes Wissen. Und in der heutigen Zeit, ich würde sagen in 2016, ist es so, als Fotograf solltest du definitiv nicht nur fotografieren, sondern auch bearbeiten können. Das ist schon selbstverständlich. Du solltest dich mit Social Media auskennen. Du solltest dich mit Marketing im weitesten Sinne auskennen. Du solltest dich damit auskennen, wie man mit Leuten umgeht einfach. Also wie man vielleicht auch verhandelt. Ja? Video finde ich sehr wichtig. Also das muss jetzt nicht jeder machen, aber das finde ich persönlich wichtig, in 2016 einfach Video mit drauf zu bekommen, weil man verschließt sich einfach einen kompletten Markt und Opportunities einfach auch, wenn man sich Felder weglässt quasi. Also ich bilde mich mega fort einfach in Video, was nicht heißt, dass ich nicht auch fotografiere super gerne und viel Fotos auch oder Geld mit Fotos mache, aber auch Video, das ist die Zukunft. Ja, also warum soll man nur ein stilles, das sage ich mal, warum soll man nur ein stilles Bild haben, also ein Frame, wenn man auch 24 oder 60 oder 120 Frames haben kann, in genau der gleichen Zeit quasi, ja, und sich da vielleicht sein Frame irgendwann auspicken kann. Wer weiß, wo es hingehen wird, aber sich davor zu verschließen, das finde ich falsch. Das heißt, lerne mehr als nur das Fotografieren und du wirst wenig Probleme haben. Und Nummer 5, die ich hier mitgeben möchte, was viele Leute auch unterschätzen, ist der USP, wird gerne so genannt, der Unique Selling Point oder auch dein Alleinstellungsmerkmal. Also was macht dich besonders? Ja, warum bist du die Person, der ich mein Geld geben sollte? Ja, warum bist du der Fotograf, der das Geld verdienen sollte? Was macht dich so cool? Und da geht es nicht in erster Linie nur um die Bilder, sondern geht es auch darum, wie verkaufst du dich drumherum? Ja, also wofür stehst du? Was kauft man mit diesem Bild? Kauft man damit ein Gefühl? Kauft man damit ein besonders sicheres Erlebnis zum Beispiel? Oder bekauft man ja, einfach ein Erlebnis an sich? Kann ja auch sein. Ja, nicht nur besondere Sicherheit, sondern auch einen besonders ja, schönen Tag. Man hat sich wohlgefühlt oder man weiß einfach, was man bekommt oder da steht noch was hinten dran zum Beispiel. Man hat nicht nur einfach ein Bild, sondern kann dieses Bild dann auch noch über Social Media zum Beispiel verteilen, was bei mir zum Beispiel ein Punkt auf jeden Fall ist. Also ich mache nicht nur die Fotografie, sondern ich habe da hinten dran auch noch den ganzen Social Media Kram. Instagram, Facebook, YouTube jetzt hier aktuell, Snapchat und so weiter. Auch das sind alles Kanäle, die man heute in 2016 benutzen kann, um auch Geld wieder zu verdienen. Das ist absolut nichts Schlechtes, das ist völlig normal. Ja? Man verschränkt sich einfach nur so völlig vor dieser, in Anführungszeichen, neuen Welt und denkt immer, ein Fotograf, das Einzige, was ein Fotograf macht, ist, er macht Bilder für Magazine. Aber das ist heute absolut nicht mehr so. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man als Fotograf Geld verdienen kann. Das nur mal so ein kurzer Einblick, da wird bald mehr kommen in der Jaworski Academy. Wir werden das sowohl online machen, das wird sehr, sehr cool, das wird so ein 8 Wochen
Kurs eigentlich für Leute, die beruflich etwas reißen wollen. Ja, also beruflich in der Fotografie, in der Videografie, in vielleicht auch Social Media. Also es wird alles mit einspielen in dieses Ding. Man kann es eigentlich auf jeden Geschäftszweig so ein bisschen adaptieren, solange es was mit Kreativität zu tun hat. Und das wird ziemlich cool. Und dazu wird es auch eine Real Life Academy geben. Zweimal im Jahr planen wir das. Machen wir hier im Lab, im Jaworski Lab in Berlin. Das heißt, da werden wir eine Woche 6 bis 8 Leute haben und die von Montag bis Freitag quasi von null, bam, einmal runterziehen, einmal komplett analysieren, was läuft eigentlich bei euch gerade falsch, ja, oder was könnte man noch optimieren, einfach ein bisschen beobachten und dann probieren, das Ganze aufzubauen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich habe richtig Bock darauf. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren, was viele nicht wissen, weil ich es nie nach außen so wirklich trage, mit diesem ganzen Thema, und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Was ich sonst noch empfehlen kann, ist dieses kleine Büchchen, hat mir ein Fotograf mal empfohlen, ein Kumpel von mir, Cem, danke an dieser Stelle. Bildhonorare 2015 heißt das, gibt es wahrscheinlich auch jetzt in der 2016er Edition, ich habe es letztes Jahr mir besorgt. Und da stehen einfach zum Beispiel verschiedene Preise drin, marktübliche Preise quasi. Zum Beispiel für ein Bild, wenn man es an eine Zeitung verkauft, oder zum Beispiel, wenn man es in Social Media benutzen möchte oder was auch immer. Ja, also immer, wenn jemand fragt, ey, kann man das Bild benutzen für XY, kann man hier reingucken, sagen, yo, das ist der Preis, und dann checken. Das ist eigentlich ein ganz cooles Teil. Link dazu packe ich unten in die Beschreibung. Ist, glaube ich, nicht billig, aber was ist schon billig? Kann man auch absetzen, wer es beruflich macht. So. Ich bin mir sicher, es gibt viel zu diskutieren in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Gerne in die Kommentare unten reinposten, was deine Meinung dazu ist, zu diesem ganzen Thema. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen dazu gemacht. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ganz, ganz wichtig, wirklich ganz, 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 ganz wichtig, schreib deine Frage fürs nächste Frage von Ben auch unten in die Kommentare. Weil nur wenn du geile Fragen schreibst, so wie jetzt zum Beispiel Ratzepet, ja, dann kann man auch ein geiles Video daraus machen, wo alle Leute was am Ende von haben. Also Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Schreib deine eigene Frage, die dich interessiert, unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nächsten Sonntag gibt es hier wieder ein Video über das Fotografieren, Filmen oder vielleicht auch sowas wie heute auf diesem Kanal. Dieser Kanal ist sowieso, also das dürfen jetzt viele Leute auch nicht falsch verstehen, aber dieser Kanal ist einfach das, wo ich Bock drauf habe. Ja, das, wo ich Bock drauf habe, das kommt auf diesem Kanal. Und so wird es immer sein und so war es auch schon immer. Guck dir die ersten Videos an, die auf diesem Kanal irgendwie rauskamen. Da kam wirklich geistiger Dünnschiss. Und das ist immer noch in meinem Kopf, teilweise. Ja? Und deswegen gibt es auch Videos. Aber auch mal so eine ernsten Videos wie heute. Weil auch das ist in meinem Kopf drin. Ja? All diese Sachen zusammen machen am Ende diesen wunderschönen Menschen aus. So, liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Niemals vergessen, sag mal einstellen, Digga. In diesem Rezept zeige ich dir, wie du ruckzuck Charakterporträts machen kannst. Und dafür brauchst du nur ein paar ganz einfache Zutaten.